So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Ego Schlüter Let's Play und wir spielen weiterhin Let's Play Peggle. Let's Play Peggle Episode 4, Abenteuermodus, Episode 4, Etappe 4, Episode 1 quasi. Und ja, nach dem dritten Video mit der dritten Etappe geht es nun mit dem vierten weiter. Und ja, da geht es um so ein Alien, das einiges kann. Und wir gehen mal auf Abenteuermodus und auf Neustarten. Und Raumknall. Blorp. Die Kräfte sind magisch. Trifft den grünen Spielstein, um eine kosmische Explosion namens Raumknall auszulösen. So, dieses grüne Alien. Blorps vom Ork oder so. Macht jetzt einfach mal eine andere Spezialfähigkeit. Wie eben jeder Charakter im Spiel seine spezielle Spezialfähigkeit hat. So, seine spezielle Spezialfähigkeit. Oh Mann. Chef, da oben, was nun schon wieder? Nichts. Wahnsinn. Oh. Gott, mock die Dengel auf der Krone. Oh, das schaut aber gut aus. Naja, fast. Bisschen was hat gefehlt. Oh, jetzt wird's gleich richtig schlecht. Aber gut, den Stein. Den Stein. Und wenn das jetzt. Ah, zu langsam. Bäm, das ist, was er kann, unser Alien. So, wenn wir jetzt da. Jawohl, Freikugel. Den noch. Schlecht. Den. Naja, nichts Gutes. Bäm. Jawohl, 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 jawohl. Und räumen wir noch ein bisschen ab, oder? Naja, gut. Müssen wir jetzt nehmen. Level geschafft. Nächstes Level. Oh, Spacey the Daisy. Du, was wartest du? Du, wartest du auf einen bestimmten Schuss? Mit dem rechten Klick bringst du Tempo ins Spiel. Hä? Ah ja, das ist. Ja, ich weiß schon, das kann man vorspulen und zurückspulen und so. Viele Points sind nicht mehr an der Point Horn. So. Oh, verdammt. Den da, den da, den da, den da. Ja, den auch. Das war nix. Oh, bam. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Dieser Level gefällt mir gar nicht. Nicht wahr? Freunde. Ah, yes. Gut. Okay, aber wir haben nur noch sechs Kügelchen Schüsse. Nein. Komm, du musst. Drei Kugeln, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, das ist zu viel. Es sollte hier keine beweglichen Ziele geben. Das ist einfach irgendwie. Das ist unfair. Oh. Jetzt werden wir viel Glück haben tun. Könnte es was werden. Jawohl, gerade so noch gepackt.
Siegerergebnis. Jawohl, 4000, Level abgeschossen, geschlossen, geschlossen, geschlossen. Okay, jetzt haben wir hier R2-D2. Creep! Manchmal werden durch blaue Spielsteine gute Schüsse auf orangenfarbene Spielsteine abgelenkt. Trifft die blauen, um den Weg frei zu machen. Also tolle News, tolle, tolle Wurst. So, darüber. Hopp, ein paar mehr Punkte und wir hätten frei Kugel bekommen. Bam! Und nicht mal das gibt eine Freikugel. Das ist natürlich mies. Flurz, mies. Schmackes, mies. Smarsch, Smarsch macht Spaß. So. Oh, nein. Smarsch. Bäm. Nein. Ja. Na, also, das war doch jetzt eine Freikugel, oder? Komm, seriously. Also bitte. Treffen wir halt den da. Und nix. Und wieder nix. Ei, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm. Let's start a new game, ey. Jetzt krieg ich eine Freikugel, jetzt wo es Wurst ist. Also, let's start. Level wieder höhen. Aber wie kann man das da oben platzieren? Muss keine Kugel sein. Ja, keine Kugel. Ja, jetzt ist er da drin gefangen. Naja, gut. Lacherlich. Lacherlich ist das. Krass. Das war ziemlich gut, dusselig, aber egal. Ja, ballern wir mal da runter und dafür und dahinter. Wir können es uns jetzt hier erlauben, weil da ist nur noch ein oranger Spielstein und den treffen wir halt jetzt dann mit der letzten Kugel. Bam! So, auf diesem Level hätten wir. Nächstes Level. Okay, Spacey Daisy. Gurp! Der violette Spielstein ändert nach jedem Schuss seine Position. Der Punkte gibt es viele. Aha. Der Punkte gibt es viele. Okay, wenn du den violetten Spielstein mit dem Raumknall erwischt. Keine Ahnung, was das soll. Der Level sieht auf jeden Fall verdammt ekelhaft schwer aus. Sehr nett. Seht ihr, wie das immer wieder auf dem Ding landet, aber nicht reinfällt? Es ist unglaublich. Nachdem die anderen Levels eigentlich ganz okay waren, ist das wirklich sehr fies. Es dreht sich, rotiert und so. So, Level wieder höhlen. Wir sprengen es in die Luft.
So. Das war ja gar nicht so schlecht. Das allerdings schon. Das war richtig schlecht. Und das erst, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich, das ist ein Level, der wird richtig übel. Ja, siehst du? Ja. Also, das ist ganz übel. Ich sprenge es gleich mal in die Luft. So, die only chance, die wir haben, alles in die Luft zu jagen. Die only chance, die wir haben, ist einfach alles in die Luft zu jagen. Jawohl, Spielsteine. So. Das war jetzt natürlich nix, aber Hauptsache, die sind weg. Nein! Oh nein! Das war doch so nicht geplant. Gut, 3 Kugeln hat es mir gegeben. Ich sehe, wir haben 1, 2, 5 Stück sind aber noch über, ne? Wir treffen müssten. Vier. Ah, nee. Oh, nee. Ist das fies. Oh, das wird's aber wirklich... Das ist echt hart, dieser Level. Ja, Gott sei Dank. Mag rotierende Sachen im Spiel nicht. Also es ist echt schwer zu treffen. So, okay, Level abgeschlossen. Nächstes Level. Gute Beratung. Klöp. Räume frühzeitig mehr orangenfarbene Spielsteine weg. Konzentriere dich zuletzt auf einzelne schwierige Steine. Ja, das ist jetzt nichts Neues eigentlich, aber gut. Das war natürlich jetzt Mist. Das wird ein monsterharter Level. Ich bin nur wegen den Alien-Monstern hier. Thundercracker. Oh je, oh je. Ach komm, es fällt überhaupt nicht so dusselig. Ah.
Jetzt zwei Schlüssel statt ein, würde ich es vielleicht schaffen. Oh, wir haben es doch gepackt! Wahnsinn, im ersten Anlauf! Oh mein Gott! What the hell? 50.000 Points, Freunde! Und Fieberergebnis! 58.800! Jetzt haben wir 4 abgeschlossen! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Wer hätte das gedacht? Nächste Etappe! So, immer schön weiter flippern. Etappe 5 wäre das dann, die im nächsten Video zu sehen ist. Meister Claude Hummer. Hallo, je m'appelle Claude. Das bedeutet, ich heiße Claude in deinem Deutsch. Hast du schon Flipper probiert? Er ist wunderbar. Mit ihm lernst du Kurven zurück gegen die Wand zu schleudern, um extra Punkte wie ein echtes Krustentier zu erzielen. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sollen wir gleich ins kalte Wasser springen? Ah, okay. Hallo, je m'appelle Claude. Also mit Claude Hummer geht's dann weiter im nächsten, in der fünften Video, im fünften Video. Jetzt spreche ich auch so schon schlechtes Deutsch wie hier im Spiel. Im fünften Video, wer hätte gedacht, dass wir die vierte Etappe tatsächlich abschließen? Also ich habe mir es nicht so leicht vorgestellt. Okay, Freunde, im fünften Video geht's weiter mit diesen komischen Hummermenschen aus XCOM. Und ja, mit dem Hummermenschen weiter im fünften Video zur Let's Play Packle hier auf Ego-Schüler Let's Play. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, vielen Dank dafür und schaut beim Kumpel Spielesammler rein, der macht tolle Retro-Videos vor allen Dingen. Und ansonsten Second Player LP, auch immer eine Erwähnung wert. Schaut da mal rein, die haben das Design für meinen Kanal gemacht übrigens und die sind echt super, die beiden. Und weiter geht's dann im nächsten Video zu Let's Play Packle hier bei Ego-Schüler Let's Play. Ich bedanke mich bei allen, die hier reingeschaut haben. Abo wären schön, aber bleibt einfach dabei und guckt die anderen Videos vielleicht mal an. Und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss, euer gestörter Let's Play und ciao. Sorry für die schnelle Sprechweise. Tschüss.